liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann kommt. Hermann kommt mal wieder in einen Chatroom und hat mal wieder, Gott sei Dank, weil es nämlich toll war, den Felix Reuter zu Gast. Der Felix Reuter, wer beim ersten Mal schon zugeschaut hat, weiß, ist Yogalehrer. Und mit Leib und Seele hat er sich diesem Thema verschrieben. Wir haben das letzte Mal so erfahren können, wie er zum Yoga kam, was man sich unter Yoga vorstellen kann. Und da wollen wir jetzt weiter anknüpfen. Vielleicht für die, die das letzte Mal nicht dabei waren, vielleicht Felix, kannst du dich noch mal kurz und knapp und den Zuschauern mal vorstellen. Ja, gerne, dann machen wir das doch noch. Wie gesagt, Felix Reuter, mein Name, 25 Jahre alt. Ich bin als Yogalehrer und Fitnesstrainer, aber primär Yogalehrer, hier in der Eifel und in der Wittlicher Gegend tätig. Und ja, habe einfach meine Leidenschaft für Gesundheit und Training und Achtsamkeit zu meinem Beruf gemacht. Ja, aber der Beruf bedeutet, du machst Kurse, du sagst, du lebst in der Eifel und bietest in der Eifel Kurse an. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Man sucht den Kontakt zu dir und du sagst, okay, ich mache das. Kommen die Leute zu dir oder kommst du zu denen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist natürlich ein tolles Konzept, sag ich mal, was ich hier in der Eifel nutzen kann. Nämlich habe ich durch meine Arbeit mit Sportvereinen oder auch durch Empfehlungen, weil man sich hier einfach kennt, viel Kontakt in diverse Gemeinden beziehungsweise die Sportvereine der Gemeinden gefunden, sodass ich mich in diversen Gemeinden als Yogalehrer anbieten kann, wie beispielsweise deinem Heimatort in Kreimerath. Und genau, das ist nämlich, da werden Karrieren geschliffen. Also das war eine gute Idee, doch die Yoga anzubieten, kann ich dir sagen. Absolut, absolut. Ja, ja. Ich bin auch gerne da dabei. Das ist schön. Also ja. Du siehst, ich habe den Kontakt praktisch zu den Leuten und gehe dann in die Gemeinden und die Gemeinden bringen mir die Teilnehmer. Ich muss mich nicht um die Teilnehmer kümmern. Jeder kann kommen, wenn er Kontakt zu diesen Gemeinden oder den Sportvereinen hat. Und da treffen sich die Leute dann gemeinsam. Egal, ob sie Yoga vorher kannten oder nicht. Das ist die beste Lösung, die ich hier in der Region finden kann. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ja, was erwartet denn die sind das Besucher, sind es Nutzer, sind es Turner? Wie bezeichnest du sie? Ja, ich nenne sie gerne meine Teilnehmer, weil wir gemeinsam sozusagen im Kollektiv versuchen, einfach nur für Wohlbefinden in Körper und Geist zu sorgen. Nicht weniger, nicht mehr, aber wir sind eine Gruppe von Teilnehmenden oder Praktizierenden, ist vielleicht der treffendere Ausdruck. Und wir sorgen dafür, dass es uns im Nachhinein gut geht. Welche Altersgruppen sprichst du dann an? Hast du ein Gefälle oder sagst du, ich mache jetzt einen Kurs für die 10- bis 20-Jährigen und dann einen Kurs für die 20- bis 45-Jährigen und dann und so weiter? Hast du da eine Staffelung oder für wen ist Yoga geeignet und wie gehst du damit um? Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft für mich, weil Yoga für absolut jedermann geeignet ist. Ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Welt, die nicht entweder von der körperlichen Praxis oder der geistigen Praxis profitieren kann. Gleich mal vorab, Kinder sind am besten in diesem Sport. Das ist ein Sport, wo Kinder mir wirklich was vormachen können, wenn sie ein gutes körperliches Verständnis haben. Und andererseits, ich habe auch mit körperlich eingeschränkten Kindern zum Beispiel schon mal Yoga gemacht oder versucht, Kinderkurse zu starten. Das wurde dann durch Corona leider erstmal beendet. Aber in meinen Kursen dürfte so die jüngste Teilnehmerin vielleicht 17 Jahre alt sein und die älteste war, glaube ich, 72. Und die können sich durchaus gemeinsam im Raum aufhalten. Meine Aufgabe als Lehrer ist es einfach nur, die Stunde so anzupassen, dass egal, ob du körperlich eingeschränkt bist, Bandscheibenvorfall ist mal ein Beispiel, was wir immer wieder mal in den Kursen haben, oder wenn du körperlich nicht so stark bist oder einfach dich ein bisschen mehr austoben möchtest, dass ich genau so abwägen kann, wo für wen die Möglichkeit besteht oder welche Alternative es gibt. Und es gibt sowieso jede Woche eine etwas andere Stunde. Dementsprechend ist da wirklich für jeden was dabei und es macht Spaß, in all diesen
verschiedenen Altersklassen unterwegs zu sein. Wie groß ist denn so die Gruppenstärke? Wie viele Leute sind da? Beziehungsweise wie gehst du auf die individuellen Bedürfnisse dieser Menschen ein? Weil der eine, du hast gesagt, es kann auch mal sein, dass jemand körperlich eingeschränkt ist. Wie gehst du auf die Sache ein? Auf der anderen, dann hast du aber 2 Meter weiter, hast du jemand, der voll durchtrainiert ist und ein Sportler ist per Excellence. Und ja, wie viele Leute hast du in der Gruppe und wie gehst du dann auf diese Dinge ein? Ja, das variiert auch sehr stark. Also gerade die Gruppe in Greimarath beispielsweise ist eine etwas kompaktere Gruppe. Da sind ein paar weniger. Der Raum ist auch etwas kleiner als in den anderen Gemeinden. Da kann es sein, dass ich in Ferien beispielsweise mit 3, 4 Leuten meinen Kurs mache. Ich habe aber auch schon Schnupperstunden gehabt. Da hatte ich 45 Leute im Raum und hätte eigentlich ein Mikrofon gebraucht. Das hat es auch schon gegeben. Generell ist mein größter Kurs so um die 20 Teilnehmer und wie gesagt, der kleinste Kurs im Durchschnitt so 8 bis 10 Leute. Das Schöne dabei ist, dass ich erstens im Yoga viele, viele Alternativen habe, eine Übung auszuführen, da wir uns generell etwas langsamer bewegen und langsame Ausführung immer schwieriger ist. Können wir da so viele Kleinigkeiten anpassen, dass der Sportler reichlich zu tun hat, während die Person nebenan einfach nur die Übung lernt und trotzdem voll auf ihre Kosten kommt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch so Sachen wie Kissen, habe ich immer mit dabei oder gebe ich meinen Teilnehmern als Ratschlag, dass sie sich Kissen mitnehmen sollten, wenn die Knie mal nicht mitmachen. Oder wir haben kleine, wenn wir Balanceübungen machen, die eine Person ist da total ausbalanciert, die andere versucht sich an der Wand. Wir können Übungen im Stehen machen oder im Sitzen. Wir haben einfach einen riesigen Katalog an Übungen und ich kann nach 7 bis 8 Jahren Fitnesssport und dann auch 2, 3 Jahre im Yoga abwägen, wer welche Art von Belastung braucht. Das klappt erstaunlich gut. Ja, und du gibst ja nicht nur in diesen Kursen Ratschläge, sondern auf deiner Homepage hast du auch Videos veröffentlicht, wo die Leute sich das anschauen können, sich ein Bild davon machen können. Man kann auch vielleicht die eine oder andere Übung schon mal zu Hause anhand des Videos oder sich da herantasten. Aber wie das genau aussieht, wollen wir uns vielleicht jetzt mal gemeinsam in einem Video anschauen. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern was zu dem Video sagen, was sie erwartet, wenn sie jetzt sich das anschauen? Ja, im ersten Interview hast du ja den Yoga Flow am Morgen kennengelernt, der etwas aktivere Teil. Du hast schon erwähnt, auch nach dem aktiven Teil ist man schön tiefenentspannt im Anschluss. Jetzt gehen wir allerdings in einen Kontrast über. Also Yoga hat viele Facetten. Für mich ist es tatsächlich der Favorit, weil ich eher so ein hitziger Mensch bin, ein Mensch, der immer machen muss und schnell sein muss und vor allen Dingen auch durch die vielen Sportarten, die ich so ausübe, einfach verkürze oder immer wieder mit viel Spannung im Körper zu tun habe. Dafür gibt es die Yin-Yoga-Variante, also das Video, was ihr gleich seht. Und das ist, wie gesagt, für so Kerle wie mich oder Frauen oder was auch immer, die einfach mal richtig tief runterkommen. Da haben wir in 35 Minuten vielleicht 6, 7 Positionen. Und dehnen uns für 2 bis 3 Minuten in die tiefen Muskulatur hinein. Da geht es wirklich darum, den Atem runterzufahren, aber auch sehr achtsam, sehr tief zu atmen, während wir dem Körper Zeit geben, langsam nachzugeben, mit viel Geduld in die Muskulatur reinzukommen. Und was passiert, ist, dass sich sehr viel emotionaler Stress löst. Wir fühlen uns danach, dem Titel entsprechend, wirklich tiefenentspannt. Und das ist die langsame Variante vom Yoga, die man halt besonders an ruhigen Tagen, an Abenden oder wenn man eine extra Portion Regeneration braucht, verwenden würde. Ja, das macht neugierig auf das jetzt folgende Video. Der offene Kanal hat schon eine ganze Menge Reaktionen erfahren dürfen auf das erste Video. Es haben also viele zugeschaut und viele das Video bis zum Ende durchgesehen.
durchgeschaut und waren auch sehr begeistert. Ich darf eine Dame zitieren, Frau Bäumler, Sie schauen ja jetzt auch wieder zu, weil Sie haben gesagt, Sie freuen sich auf die zweite Folge. Sie haben mir ja noch gesagt, Sie hätten nach dem Video, wären Sie eingeschlafen. Also muss es ja wirklich toll gewesen sein. Und ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen jetzt nach dem zweiten Video sind und ob dann auch der ein oder andere anschließend so tiefsten entspannt ist, dass er also vielleicht noch drüber einschläft. Also wir schauen uns alle jetzt Passiert gemeinsam häufiger. an. Ich kann es nur empfehlen. Bin mal gespannt, wie gesagt, wie Sie darauf reagieren, wie es Ihnen gefällt. Felix, vielen Dank und Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, viel Vergnügen. Ganz besondere Grüße an Frau Bäumler. Jetzt haben Sie Ihren zweiten Teil, so wie Sie es haben wollten. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Hermann, und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Bleibt einen kurzen Moment lang aufrecht. Nun fangen wir an zu dehnen. Atmet einmal tief ein. Löst die Hände und beim Ausatmen findet das Kissen vor euch und versucht euer Gewicht auf den vorderen Teil des Kissens zu verlagern, während ihr euren linken Fuß ranzieht. Und kommt einfach so tief in unsere erste Dehnung. Könnt auch versuchen, den Fuß zu greifen, falls es das angenehmer für euch macht. Ich versuche ihn immer aktiv ranzuziehen, gefällt mir persönlich besser. Und nun heißt es einfach nur, die Spannung im Bauch zu lösen, die Spannung im Becken zu lösen. Schultern etwas schwerer werden zu lassen. Einfach zu schmelzen in diese Dehnung rein. Jedes Ausatmen sorgt dafür, dass wir etwas leichter, etwas tiefer kommen. Nutzt eure Atmung, besonders beim Yin-Yoga. Manchmal auch, wenn der Kopf hin und her wandert oder wenn er sich denkt, ich kann nicht mehr, die Dehnung ist zu tief und so weiter. Atmet doch einfach mal kontrolliert und schaut, was passiert, wenn ihr euch in irgendeiner schwierigen Situation befindet. Ob im Alltag, ob es das schlechte Essen ist, ob ihr irgendwo aufgeregt seid. Versucht doch einfach mal tief zu atmen. Vielleicht kommt ihr so eher ans Ziel. Keine Sorge, wir bleiben nicht mehr lang, aber erlauben uns noch etwas tiefer zu gehen, wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben. Lockert dafür entweder das Kissen oder bringt es ein Stück weiter nach vorne. Und das darf intensiv sein. Es sollte nicht anstrengend sein. Gerade sollten nur ganz wenige Muskeln in eurem Körper arbeiten. Aber es sollte intensiv sein. Ein paar letzte Atemzüge. Vorsichtig lösen. Das war die erste Dehnung und ihr merkt, aus der Position herauskommen ist auch sehr intensiv. Ich will nicht, dass ihr euch verletzt. Seid deswegen immer achtsam, wenn ihr aus eurer Position herauskommt. Als nächstes dehnen wir unsere Muskulatur im Schienbein und im Fuß. Ihr werdet überrascht, wie viel Spannung wir in dem Bereich halten. Dafür nehme ich mein Kissen weg und platziere meine Hüfte direkt am Boden. Das ist etwas intensiver. Ihr könnt natürlich auch das Kissen dort lassen. Und hier seht ihr, habe ich einmal etwas Unterstützung für meinen Lendenbereich und einmal für meinen Oberkörper. Denn nachdem ihr euren Fuß so angebracht habt,
könntet ihr natürlich nach vorne wandern, auch dann spürt ihr die Dehnung. Ihr könnt aufrecht bleiben oder ihr habt sogar die Möglichkeit, euch nach hinten zu bewegen, vielleicht durch das Kissen. Um so entspannter zu werden, könnt ihr experimentieren, ob ihr die Hände über dem Kopf lassen möchtet oder ob ihr sie lieber am Bauch platziert. Und von hier entspannt einfach, was ihr entspannen könnt. Sehr wichtig, beim Yin-Yoga keine große Spannung zu halten. Vielleicht kann das linke Bein gelockert werden. Vielleicht könnt ihr die Beckenmuskulatur lösen. Oder einfach mal die rechte Fußmuskulatur entspannen. Gebt euch hin und lasst los. Tief einatmen. Mit offenem Mund aus. Erlaubt euch zu entspannen. Falls ihr das Gefühl habt, dass eure Gelenke das Blut verlieren oder dass die Muskeln einschlafen, keine Sorge, ihr seid wahrscheinlich sogar auf dem richtigen Weg. Denn so entziehen wir erst dem Muskel seine Nährstoffe, sodass der Körper danach umso mehr dorthin schicken wird.